Also, ich möchte heute eine Handreflexzonen-Biofeedback-Messung mit Ihnen durchführen. Ich habe mir so das vorgestellt, dass drei Personen, dass da wirklich eine Diagnose, eine holistische, ganzheitliche Diagnose gestellt wird. Die Handreflexzonenmessung geht eine Minute, wird dann auch gemeinsam interpretiert. Das setzt voraus, dass die Person das auch möchte, dass das Ergebnis öffentlich gemacht wird, aber es wird nichts gespeichert. Und dann wird je nach Diagnose, Bild, je nach Energiekostüm, werde ich die Person über die Handreflexzone mit Farblicht behandeln. Und dann möchte ich nochmal demonstrieren, wie die Farblichtbehandlung das Energiekostüm beeinflusst hat und letztlich die Wirksamkeit der Farblichtanwendung demonstrieren. Im Fachjargon ist das eine Therapieverlaufskontrolle. Sind Sie damit einverstanden? Weil ich denke, also jedem ist bekannt, die Heilkraft der Farben, das ist die älteste Therapieform, die uns Menschen zur Verfügung steht, hat keine Nebenwirkungen und das Diagnosegerät, das ist der Biopulsar, das ist ein international medizinisch zugelassenes Diagnosegerät, arbeitet nicht mit Strom, ist lediglich an Laptop angeschlossen. Wir erhalten mit dem Biopulsar reproduzierbare und verifizierbare Arbeitsergebnisse und das innerhalb von einer Minute. Sie brauchen also keine Socke ausziehen über die Hand und die Basis, die Philosophie von dem Diagnosesystem beruht auf der traditionellen chinesischen Medizin, beruht auf der Pulsdiagnose, die im Grunde sehr langwierig ist, die von chinesischen Ärzten durchgeführt wird und das ist die elektronische Art. Wer möchte als Erster anfangen? Zwei, drei. Nein, nur Ring in der linken Hand. Es wird die linke Hand gemessen. So. Sekunde mal. Geht's da nochmal? Ja. Sie sehen die Vitalität von 43 Organen angezeigt. Ist die Vitalität, die sowohl eine seelische und auch eine organische Bedeutung hat, aber wir werden das dann nach der Messung sofort interpretieren. Dankeschön, Sie sind fertig. Die Messung ist zu Ende. Sie sehen jetzt hier den Graphenverlauf von 43 Organen. Sie sehen eine grüne Linie. Die grüne Linie bedeutet den Sollzustand. Da sollte sich ein gesunder Mensch befinden, vom Kleinhirn bis zur Stirn, also in der ersten Reihe bis zum zweiten Kästchen, ist die Kopfenergie, die sollte in möglichst 80-100%igen Zustand sein. Die chinesische Medizin geht davon aus, je stärker unsere Kopfenergie ist, desto gesünder gesünder sind auch die Organe. Ja. Und die grüne Linie entspricht 60% zu ihrer Orientierung. Und wenn man jetzt die Kopfenergie, die Probandin hat eine wunderschöne Energie im Großhirn.
Sie sehen die weiße, wenn Sie auch die farblich, das ist rechts oder links die farbliche Zuordnung. Weiß ist die höchste energetische Form, entspricht 100%. Und wenn so etwas im Großhirn angezeigt wird, zeigt einfach schon, weiß ich als Therapeut, die Person hat genügend Kopfenergie, ist die Schaltzentrale im zeigt an die Verbindung linke, rechte Gehirnhälfte, zeigt an, wie die biochemischen Prozesse im Körper ablaufen. Die anderen Kopfwerte befinden sich knapp unter dem grünen, beziehungsweise in der grünen Harmonielinie, außer dem Hinterkopf. Da liegt nach der TCM eine energetische Leere statt oder eine Blockade. Könnte auf Spannungskopfschmerz im hinteren Bereich hindeuten, was auch dafür spricht, dass das Kleinhirn und das Ohr, haben Sie öfters Antriebsschwierigkeiten oder Feinmotorik? Ja. Das Ohr und das Kleinhirn und der Hinterkopf bilden so eine Achse. Vielleicht drückt sich das auch manchmal im Schwindel aus. Doppel. Ja. Kann ich Ihnen nur dazu raten, das medizinisch abzuklären. Bei allen drei Organen, und das ist das Schöne an der holistischen Vorgangsweise, sehen sofort, ja, welche Organe sind noch betroffen. Und Kleinhirn und Ohr, das hängt direkt zusammen. Und auch der Hinterkopf. Ansonsten ist die Energie sehr, sehr schön im Kopfbereich. Gerade also auch, wie gesagt, das Großhirn. Die Hypophyse, wissen Sie, das ist die Hirnanhangdrüse, ist für Stressmanagement zuständig. Sie stehen momentan, aber nicht nur momentan, sondern längere Zeit unter Stress. Und es werden auch, sieht man vom Endokrinum, wenn man das ganze Drüsensystem betrachtet, es ist hochgefahren. Aber jetzt gehen wir weiter zum Ohr. Wie gesagt, da ist eine energetische Schwäche da, das müsste auch behandelt werden mit mit dem Kleinhirn zusammen. Die Augen sind im Normbereich, sie sehen gut und sehen auch wirklich den Sachen, wollen sie sehen. Zeigt auch an, es gibt Personen, die manche Dinge nicht sehen wollen, verdrängen wollen. Auch da zeigt sich dann die energetische Schwäche, weil das eine Blockade ist. Die Nase, sie haben einen guten Riecher, sie riechen gut und ja, die Nase ist organisch frei. Der Mund zeigt auf Zahnprobleme hin. Na? Ich mache das auch jetzt bei der ersten Messung und Interpretation ein bisschen ausführlicher. Bei der nächsten geht's, dann haben Sie schon mehr Grundverständnis schneller. Schilddrüse. Gibt es eine Unterfunktion? Lassen Sie das auch, also es zeigt eine Unterfunktion an momentan, aber lassen Sie das überprüfen. Es kann auch mit Ihrer Antriebslosigkeit ein bisschen zusammenhängen. Der Nacken ist verspannt, haben die meisten gestressten Leute. Die Schulter sieht man sehr schön, den Zusammenhang der Nachbarnorgane. Der Nacken hat zu wenig Energie, eine energetische Leere und die Schulter, da staut sich die Energie. Und dieses Spannungsverhältnis führt immer zu Schmerzzuständen. Die Achsel, die Lymphbahnen in Ordnung, Oberarm, sie gehen offen ins Leben rein, sie agieren, sind handlungsfreudig. Und im grünen Bereich, ein Problemchen haben wir in der Speiseröhre, das bedeutet auch den Bronchenbereich. Entweder Sie hatten mal eine Bronchitis, die nicht ganz auskuriert ist, oder auch seelisch eine Sache, die noch nicht geschluckt ist, oder dass Sie Schluckbeschwerden haben. Die Lunge und das Herz sehr schön. Lunge, Herz sind Substanzorgane in der TCM, sind
schön im grünen Bereich, auch die Thymusdrüse, die die Lebenskraft anzeigt, der Magen, keine Übersäuerung, schön im grünen Bereich, aber die Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, muss ziemlich viel Insulin produzieren. Eventuell ein Heißhunger auf Süßigkeiten. Ich bitte zu bedenken, die Pankreas ist ein sehr sensibles Organ, ist mit allen anderen Organen verwoben und drückt sich sehr häufig aus bei sehr starker Hochfrequenzbelastung. Handy. Seelisch kann das auch bedeuten, dass man sich zu wenig sich selber gönnt. So ganz salopp dahingesagt, sie sollten sich öfters die Süße des Lebens gönnen. Was leicht dahingesagt ist, aber im Stresszustand nicht zu realisieren ist. Aber vielleicht mal bewusst machen. Die Milz in der TCM, sehr, sehr wichtiges Organ, die Verbindung vom unteren Körperbereich zum oberen Körperbereich, die reinigende Funktion, sehr schön. Und die Leber, die muss ein bisschen arbeiten. Gestern Karneval gefeiert. Die Leber gibt es längere Zeit aufgestauten Ärger. Das Sehen, wie wichtig es ist, auch bei der Anamnese den Menschen ganzheitlich zu sehen, was er in der Naturheilkunde das Ziel ist. Und ein Schulmediziner wird das Problem ganz anders sehen. Aber hier muss energetisch erstmal der Ärger ausagiert werden. Und so etwas kann man natürlich auch mit Farblichttherapie machen. Dann 12-Fingerdarm, der ganze Verdauungstrakt außer der Dünndarm, der ist mit dem Herzen verbunden. Also der Meridian, der Herzmeridian ist mit dem Dünndarm verbunden. Und der ist ein bisschen im Stauzustand. Ansonsten ist der Verdauungstrakt ziemlich im grünen Bereich. Also Stress zeigt sich bei Ihnen weniger im Verdauungstrakt, sondern eher dann so in der Entgiftung. Und ja, auch der untere Bereich, Becken, Unterleib, Harnblase, Niere ist im Stau, wenig getrunken, Flüssigkeit achten, die Niere ist auch was für Furcht, Angst und Beziehungsschwierigkeiten steht. Die Wirbelsäule könnte ab und zu schmerzhaft sein bei sportiven Übungen. Oder auch, ist so? Ja. Ist der Stau und der muss einfach aufgelöst werden. Und denken Sie auch dran, der Blasenmeridian läuft paarig den Rücken runter. Gibt auch einen Zusammenhang zwischen Blasenmeridian und der Wirbelsäule. Die Hüfte hängt mit der Wirbelsäule zusammen im unteren Bereich. Auch da bitte aufpassen. Sie sind noch jung. Es ist eine Leere da. Auch das Spannungsverhältnis Wirbelsäule-Hüfte. Da haben wir den Stau. In der Hüfte haben wir die Leere. Füße in Ordnung. Knie leicht ein bisschen im Stau, aber minimal ist der Toleranzbereich. Und dann gibt es die drei Dreifacherwärme aus der TCM und die sind im Durchschnittsbereich. Und jetzt dürfen Sie bestimmen, gerade heraus, was sollte ich mit Farblichttherapie bestrahlen. Die Anwendung geht ein paar Minuten und dann können wir eine Verlaufskontrolle machen. Ja, würde ich Ihnen auch vorschlagen, therapeutisch von unten nach oben. Also wenn die Niere gestaut ist, immer bei der Niere anfangen. Weil das kann natürlich auch Auswirkungen haben auf die Leber. Bitteschön.
Ja. Die werden gleichzeitig gemessen. Es gibt natürlich auch die medizinische Ausführung. Da haben Sie Links- und Rechtsmessungen, die sogenannten Hemisphärenmessungen. Diese Gerätschaften werden da hauptsächlich von Neurologen eingesetzt, weil sie dann im Kopf... Ja. Okay. Kommen Sie mal. Ich zeige jetzt einfach das Programm. Ich klicke jetzt auf die Leber. Ah, Entschuldigung. Gut, dass Sie mir das sagen. Auf die Niere, da haben wir 90%igen Stau. Und jetzt wird die... Sie sehen jetzt die Handreflexzone der Niere und die Farbe wird automatisch ermittelt. Die Probandin hatte Violett.